Nachhaltigkeit fördern mit deinen Ideen? Als duale Studentin bei Phoenix Contact kann ich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hi, ich bin Lisa und ich studiere Elektrotechnik mit dem Ausbildungsberuf Elektroniker für Geräte und Systeme. Also das erste Ausbildungsjahr läuft so ab, dass man erstmal gewisse Grundlagen lernt in der Ausbildungswerkstatt in Schieder. Dann hat man bei verschiedenen Ausbildern seine Kurse, ein, zwei, manchmal auch drei Wochen lang. Das Spannende an der Arbeit in unserer Ausbildungswerkstatt ist eben, dass wir super viele Möglichkeiten haben, Dinge auszuprobieren und zu testen. Und gerade auch super vielfältige Projekte haben, wo wir eben verschiedene Sachen auch anwenden müssen, die wir schon gelernt haben in den Grundlagen. Und wenn man mal Fehler hat, dass man eben dann auf die Suche geht und gucken muss, woran kann es liegen. Und wenn man den Fehler gefunden hat, dann ist man auch recht glücklich dann. In unserem ersten Ausbildungsjahr hatten wir eben viele verschiedene Projekte. Eins davon war zum Beispiel das Vertical Farming, wo wir mit den anderen Kollegen ein vollautomatisiertes Gewächshaus gebaut haben. Am liebsten in meiner Freizeit bewege ich mich eben gerne draußen. Ich gehe laufen, mache Leichtathletik oder treffe mich auch mit Freunden. Und ansonsten drin spiele ich auch gerne mal Computerspiele. Wenn man hier anfängt, kann man sich am meisten darauf freuen, eben super viele Möglichkeiten zu haben, Dinge zu testen. Natürlich auch auf die mobile Arbeit und die Gleitzeit. Aber eben auch auf die offenen Kollegen und super netten Ausbilder, die einem immer helfen. Für mich ist es super wichtig, an der All Electric Society mitzuwirken, da ich eben die Welt so hinterlassen möchte für die nachfolgende Generation, wie sie ist, und ich eben selber auch auf diesem Planeten so weiterleben möchte. Du möchtest eine smarte Welt mitgestalten? Dann starte dein duales Studium oder deine Ausbildung bei uns.